guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, so früh waren wir schon lange nicht mehr unterwegs. Ja, schon ein bisschen her. Aber an dieser Stelle vielen Dank an die Firma Wichers, die es möglich macht, dass wir in den Zeiten hier trotzdem filmen. Wir sind nämlich so früh hier und Sascha ist auch schon wach, dass nämlich sonst sogar keiner hier ist. Ist wirklich eigentlich eine unchristliche Uhrzeit, aber du eigentlich schon. Bist aber gerne hier, ne? Du hast zumindest so gute Laune, dass... Ich darf gerne hier sein. Nein, wir sind ganz früh heute am Start, weil ich wollte unbedingt den Käfigbau ein wenig begleiten. Und das ist natürlich, wie ihr im letzten Teil immer schon gesehen habt, extrem schwierig, weil hier ist natürlich durchgehend Krach. Hier wird gearbeitet, ist eine Produktion. Und deswegen haben wir eine Möglichkeit gesucht, wie wir das Ganze in Ruhe machen können. Und deswegen ist es jetzt 5 Uhr morgens und wir fangen an. Beziehungsweise du hast schon ein bisschen was vorbereitet. Ja, genau. So, wir gucken einfach mal. So, also das Auto, ich hatte das Auto gebracht, hatte den Innenraum schon einigermaßen zerlegt. Ja, genau. Und ich sehe, ihr habt tatsächlich schon richtig was geschafft. Ja, war schon ein bisschen Arbeit drin. Also die Grundaufbauten haben wir jetzt erstmal vorgesetzt. Wir haben erstmal die ganze Karosse erstmal komplett geschlachtet. Also das alles, was im Weg ist, haben wir erstmal entfernt. Dann Schweißvorbereitung, blankes Metall und Kits entfernen, dass alles wirklich sauber geschweißt werden kann. Ja, ja. Und dann hatten wir schon mal das erste Muster abgescannt und eingestellt. Das heißt, als allererstes macht ihr wirklich immer die Platten rein unten? Ja, genau. Also man könnte theoretisch auch einfach nur die Platten einheften und dann erstmal alles fertig bauen und dann einschweißen. Bloß Schweißen ist nun mal Materialverzug. Du hast immer Wärmeeinbindung, das Material bewegt sich, hat Arbeit. Also lieber gleich einen festen Untergrund setzen, der ist fertig vorbereitet und darauf kann man dann gerade aufbauen. Ne? Aber gerade wenn ich mir die vorderen Platten angucke, das ist ja wirklich gar nicht zu vergleichen mit so einer typischen Schraubkäfig, ne? Theoretisch nicht, nein. Also, weil das ist ja wirklich so ein Riesen, das ist ja wie ein richtigen Sockel, den er da reingesetzt hat, ne? Ja genau, dass du wirklich Kraft aufbringst, überall in jede Richtung, dass du einen sauberen Anschluss kriegst. Weil wenn du jetzt nur die Schraubplatte nimmst, du hast ja wirklich hier unten in dieser Sicke, hast du ja fast 4 cm Luft. Und stell dir mal vor, du hast jetzt nur diese 120 Quadratzentimeter, die du zum Schrauben kriegst. Und hast hier unten diesen Luftbereich und schraubst vorne die Schrauben rein. Ne? Also du hast ja wirklich einen hohen Raum, wo du keine Kraft aufbringst. Ne? Und die 120 Quadratzentimeter, die sind vorgegeben? Die sind vorgegeben, ja. Also das hat DMSB und die 4 schreiben vor, halt 120 Quadratzentimeter für die Untergrundplatten. Zum Einschweißen, Einbauen, Schrauben, das ist egal. Und hinten halt 60 Quadratzentimeter. Wie dick sind die? 3 mm. 3 mm? Ja. Haben wir ja die ersten 2 Kilo schon nur Platten hier drin. War nicht ganz, aber ist schon aber annähernd an den Kilo, ja. Und das sind ja auch keine Standardplatten, das heißt, die kanntet ihr dann auch hier in 3 mm selber? Ja, genau. Also entweder wir haben wirklich schon ein Modell dafür oder eine Skizze, was dann wirklich zum Auto passt. Oder halt man macht es wie im Scheunenhaus, anpassen, gucken, wie es rein muss. Weil das ist ja schon alles hier so mit abgekantet um die Ecke rum und so, ne? Dann ja, mal nach oben. Ja, genau. Das ist ja schon sportlich, weil das ist ja richtig sogar einmal nach oben gekantet, nach unten gekantet. Ja, genau. Also ich kann ja auch nochmal Muster hier zeigen. Da mussten wir auch noch ein bisschen erst die Richtung weisen. Also man fängt ja wirklich erstmal mit einem 0815-Teil an. Man muss dann halt wirklich gucken, in welche Richtung es geht. Also hier siehst du auch den Aussparung vom Boden, ne? Dass du dann wirklich in diese Sicke einfällst und vorne halt so eine Anschrägung, weil das Blech dann vorne an der Kante nicht ganz gerade steht. Also du musst immer peu à peu sich ein bisschen rantasten. Ne? Ist das dann auch Chromo oder ist das dann normaler Stahl? Das ist normaler Stahl, also da musst du nicht zwingend Chromo nehmen. Wäre natürlich sehr schön, aber es gibt vom Gewicht her nichts und von der Stabilität her ist es auch nicht wirklich viel, weil du ja keinen Zug oder irgendwas aufbringst. Du hast nur wirklich die Fläche zum Lastaufnahmen. Okay. So, jetzt gehen wir mal wieder rein hier. Bleche sind dann drin. Ich sehe, dass der diesmal ein bisschen anders steht als diverse andere Abarth. Ja, genau. Ist daher geschuldet, wir wollen natürlich Platz schaffen. Wir wollen Türkreuze und Kopfbereiche, Dachkreuze, alles schön weit nach außen kriegen. Und wenn du bei anderen Fahrzeugen mal schaust oder auch bei Schraubkäfigen für Standardfahrzeuge aus der Liste her, die stehen da wirklich auf dem Boden hier. Und wenn du da mal schaust, ich stehe ja schon halb auf dem Rohr hier, auf der Kante wirklich selber und nicht das Rohr hier innen drin. Ich verliere ja schon fast wirklich 5 cm an Platz, die ich dann nachher wieder nach außen bringen muss, damit ich Platz gewinne. Ne? Und wenn ich gleich außen stehe, gleich außen anlege, habe ich wirklich gleich den größten Raum, der zur Nutzung da ist. Ne? Diese Version, dass man so um die Ecke schraubt, gibt es auch, kann man machen, aber... wenn man direkt hinten auch kann, ist das natürlich noch krasser. Das ist natürlich auch der steifste Punkt da im Auto. Also da sitzt die Achsanbindung dran, der Querlenker ist da dran. Also das ist schon ein fester Punkt. Ne? Da kommt der Längsrahmen von dem Chassis unten durch. Also da hast du, glaube ich, 2 Holme und 3 Querriegel drin. Also das ist der festeste Punkt. Ne? Anstatt nur den Bodenbereich hier, wo ein leichter Holm drunter sitzt, zur Not. Sonst meistens hast du ja nur ein Blech.
Also das ist jetzt auf Maximum eng an die Karosse gebaut. Fast. Also man sieht ja wirklich, du hast ja noch hier Spielraum. Wir haben ja gar keinen Zellenbau hier. Das ist ja wirklich noch ein Schraubkäfig auf Motorsportbasis. Ich muss natürlich auch nachher das Ding wieder rauskriegen. Ne? Also ich muss irgendwo ein bisschen Luft schaffen. Wenn ich ihn jetzt ein bisschen weiter nach vorne geholt hätte und hier vorne angeschlagen hätte, hätte ich dann nachher Probleme mit dem Ausbau gehabt oder mit den Höhen von den Rohren. Da muss man ein bisschen Luft lassen, aber das ist alles schon ziemlich nah an der Haut. Und ja, dadurch ist er jetzt ein bisschen weiter gekippt, ein bisschen weiter hinten steht, da hast du natürlich auch im Sitz auch wieder ein bisschen mehr Platz. Ja? Genau, also wir können auch gerne mal gerne kurz einen Sitz reinstellen. Also wir sind schon ziemlich gut vom Sitz entfernt. Ja. Also wir haben schon viel Platz gewonnen. Wir sind nicht mehr wirklich eng an dem Fahrer dran. Also wir haben schon viel Platz gekriegt. Und dieses hier ist also auch kein Standardteil, sondern das habt ihr auch schon jetzt quasi speziell für das Auto logischerweise gebogen. Ja, genau. Also das haben wir für das Auto gebogen. Ich hatte dann den Messarm hier. Haben dann theoretisch mal uns erstmal Infos geholt, wie, wo, was sowas stehen konnte, ob das schon einen Cup gab oder irgendwas, wo man wirklich sehen kann, okay, gut, das ist eine gute Variante, wie man es bauen kann. Und dann macht man sich natürlich selber noch ein bisschen Gedanken. Und ja, dann haben wir geguckt, wo wir hin müssen und haben dann theoretisch die Karosse an den Fixpunkten, wie zum Beispiel Seitenteile an der C-Säule, B-Säule oder A-Säule, angemessen mit der Kugel, die vorne an dem Messarm dran ist. Mhm. Der macht dann wirklich gleich den neutralen Punkt als Linie. Dann mache ich am CAD theoretisch die Verbindung. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Und dann wird das erste Teil gebogen und reingestellt und geguckt, ob es passt. Ne? Ah, krass, okay. Also ist nicht mehr so herkömmlich, wie man das so kennt. Eigentlich so biegen, gucken, scheiße, 3 cm zu schmal, neu biegen. Ja, genau. Also ist schon mehr als was es früher war mit dem Winkelmesser, Zollstock oder Gliedermaßstab und dann abfahren. Ne? Darf man oder kann man sowas theoretisch wieder aufbiegen? Oder wenn es zum Beispiel zu eng gebogen, dann Feierabend? Jein. Also du hast ja sowieso ein bisschen Verzug und ein bisschen Spannung nach dem Schweißen sowieso. Also ich sage jetzt nicht, dass du zwingend das Ding eindrücken oder so auseinanderziehen willst. Aber ich sag mal so, wenn dir jetzt hier ein Millimeter fehlt oder hier an der Ecke, hier wirst du dann wahrscheinlich nicht viel ändern können und oben vielleicht auch nicht. Aber wenn jetzt hier der Millimeter fehlt, den drückt man dann rüber und macht es dann fest. Also dafür mache ich jetzt nicht ein neues Biegeprogramm und mache da 0,02 Grad mehr. Ne? Ja, klar. Ja, aber das sieht schon richtig stabil und ordentlich aus. Auch die Nähte und so, das gefällt mir. Ja, also wir schweißen es auch durch oder auch durchgehend. Bloß ich habe mir gedacht, das sind viele Fixpunkte, auch Achsaufnahmen und sowas. Da muss ich jetzt nicht unnötig Hitze reinbringen. Also, das ist alles nur punktgeheftet. Zumal Doppelblech lässt sich auch sauber schweißen. Ne? Ja. Kommt ja keine Luft durch von unten oder irgendwas. Kein Dreck und gar nichts. Genau, also es ist wesentlich einfacher, als deswegen, wenn du es durchziehst. Das sieht schon, hat schon was. Also, es sieht so schon stabil aus, definitiv. Obwohl eigentlich noch gar nichts hat. Eigentlich noch nicht. So, okay, das heißt, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt musst du den vorderen Teil scannen. Ja, wir scannen jetzt mal den vorderen Bereich durch und dann können wir uns ja mal das CAD anschauen und dann gehen wir mal Schritt für Schritt durch bis zum gebogenen Teil. Also bei dem vorderen Teil wahrscheinlich auch maximal eng am Holm lang. Ja, genau. Also wenn es geht, natürlich schön Platz. Außen, ich bin natürlich ein bisschen gebunden, weil wir ja keine Zelle bauen oder irgendwas, wo man wirklich das Rohr direkt anschweißt und keine Laschen oder Schrauben oder Muttern oder irgendwas hat, um die Richtung zu binden. Da kannst du wirklich sagen, okay, ich gehe stumpf wirklich ganz nach außen, dass die Haut wirklich anklebt, überall Punkte setzen, die wirklich dran stehen. Aber wenn man jetzt mal so dieser Kontur hier folgt und da mal so leicht rüberschielt und ich das Rohr wirklich hier einlegen würde, ich würde es nachher nicht mehr rausbekommen, weil diese Richtung gelegt ist. Weil es ein Hinterschnitt ist, oder? Ist ein Hinterschnitt halt, ne? Den ziehe ich so raus. Den kriege ich natürlich nachher nicht weg, also ich werde wahrscheinlich irgendwo ein, zwei Stellen haben, wo ich nicht ganz dran liege. Wenn diese Schweißzelle mehr oder weniger anliegt, wird die dann an der Stelle auch zusätzlich noch verschweißt oder ist es kein Problem mit Klappern oder so? Also Zelle wird verschweißt, also man muss auch den Bügel, wenn es geht, ein bis dreimal an der Karosse verbinden. Das kann man auch mit dem Vorderteil machen. Das wird dann auch im Zertifikat auch hinterlegt. Also werden wirklich Fotos von verschiedenen Positionen gemacht. Das wird dann ausgewertet. Der DMSB schaut sich das an, ob das in Ordnung ist. Und dann wird das auch so dokumentiert. Und das muss auch jedes Mal wieder so gemacht werden. Also man darf da jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt eine Zelle, die baue ich jetzt selber so auf, wie die aussieht, aber lass ein paar Teile weg, dann kannst du vergessen. Okay. Also, aber der Schraubkäfig hat Platz ein bisschen, deswegen muss er eh nicht verbunden werden. Also man könnte Laschen setzen, klar, zum Schrauben was verbinden und dann einschrauben noch und am Käfig ransetzen, aber braucht man nicht unbedingt. So, jetzt gibt es bei dem Vorderteil, weiß ich, haben wir letztes Mal besprochen, zwei Varianten. Ja, genau. Entweder, dass ihr so einen Bogen, ich sag jetzt mal, hier vorne rumbaut und dann nur die Zwischenteile verbindet oder ein ganzes Seitenteil baut. Ja, genau. Wo ist der Unterschied? Was machst du eigentlich lieber?
Ja, lieber, was heißt lieber? Also es kommt auch immer an, was der Kunde will. Ne? Ob er Platz haben will, ob das platzmäßig überhaupt möglich ist mit den Teilen, die ich brauche. Und ich hatte schon einige Fiats gesehen gehabt und da haben wir auch die Vorderteile in einem Stück gebaut, wie der Bügel halt nur über die A-Säule. Und die Anbindungen oben gesetzt, aber da du ja ziemlich viel Platz haben willst, habe ich gesagt, wir verlieren dadurch sehr viel Platz oben, weil wir halt diese Anbindung extra setzen. Und beim Seitenteil ist halt der Vorteil, ich folge der Kontur entlang komplett dem Auto, habe den meisten Platz rausgeholt und habe dann halt eine Verbindung wie eigentlich auch ein normales Vorderteil. Ne? Ich finde ehrlich gesagt die Version auch schöner. Also es wirkt mehr nach Motorsportzelle. Ja, ich finde es schöner, wenn das so in einem Teil hier durchgeht und in der Mitte verbunden ist, ja, als wenn du hier irgendwie so auf so einen 90-Grad-Bogen guckst und dann wieder nach hinten gehst. Ne? Ja, ist optisch ein bisschen schöner, das stimmt. Ja. Sieht mehr nach Zelle aus oder mehr nach Motorsportkäfig. So, okay, das heißt, der Kollege kommt jetzt zum Einsatz und einmal die Punkte abskillen. Ja, genau. Da können wir auch gleich starten. Also ich habe alles mal vorbereitet. Gehen wir schon mal da. Ja, keine Störung. So. Ja, ich gehe da mit dieser Kugel, die ist jetzt 46 mm dick. Wir haben ja 45er Rohr. Wir haben gesagt, okay, wir müssen nicht zwingend irgendwie die Größe haben vom Rohr. So haben wir noch ein bisschen Differenzen, wenn wir was biegen oder so oder wenn platzmäßig irgendwas nicht da ist, dass es nicht wirklich Knatsch auf Knatsch läuft. Das ist ausreichend. Also man hat jetzt nicht so den Drang, ich muss jetzt auf 2 Zehntel genau treffen. Also ist egal, wo es auf der Platte sitzt. So. Ja, genau. So, also die Ebene habe ich abgemessen. Also er hat jetzt theoretisch ein 3D-Modell erschaffen, wie es im Auto steht, mit einer ganz geraden Fläche hier, die hier oben steht. Und ich fange jetzt an, theoretisch die Knickpunkte im Bügel oder im Vorderteil zu erzeugen. Also das heißt, Punkte sind halt die Startpunkte des Rohrs und die neutralen Phasen von dem Bügelbogen, sprich gerades Zylinderrohr. Ein Bogen ist ein Torsus und dann wieder das gerade Zylinderrohr. Und in der Mitte dieses Bogens ist halt dieser Punkt, den ich treffen will. Okay, also du musst jetzt schon dir mehr oder weniger gezielt vorstellen, wie das Rohr am Ende langlaufen genau, soll genau. Und legst dafür einfach nur so die Außenpunkte fest. Ja, genau so ist es, ja. Also nicht jetzt einmal den ganzen Raum abscannen und dann da das Rohr reinlegen, nein, sondern schon selber bestimmen, das Rohr soll hier und hier und hier da lang gehen? Nee, also das könnte man auch machen. Also man könnte jetzt auch sagen, okay, ich habe jetzt einen 3D-Scanner und scanne mir wirklich den Raum ab, den ich brauche. Und gibt es dann einen Ingenieur oder einen Techniker und der macht daraus ein CAD-Modell. Und sag mir dann, okay, gut, dahin können wir was konstruieren. Ne? Ja, das ist dann schon High-End. Also da kannst du dann wirklich sagen, okay, ich habe nur ein Bild von dem Auto und scanne das Ding dann ab und baue mir das so, wie ich will. Ne? Aber mit Pech sagt dann die Biegemaschine, kann ich nicht biegen. Ja, könnte passieren. Also Theorie und Praxis ist immer so ein bisschen zweierlei. Ne? So, also ich gebe mir dann erstmal so die Punktvorgabe, dass ich sage, okay, gut, ich will da mit meinem Punkt starten. Dann setze ich den ersten Punkt. Ich könnte jetzt natürlich auch immer das Rohr holen als Muster, aber ich weiß ja ungefähr, wo ich hin muss. Okay, deswegen die Kugel mit dem Durchmesser, weil das passt genau ungefähr zu dem Rohrquerschnitt immer. Genau, also ich habe dann wirklich den neutralen Punkt vom Rohrdurchmesser, dass ich genau weiß, okay, der mittlere Punkt, der wird jetzt abgescannt. Cool, also da, wo die Kugel durchgeht, geht später auch das Rohr einfach durch. Genau. Also wir haben jetzt hier den Kontakt vorne, wir haben da vorne ein bisschen abgeschnitten, dass wir wirklich noch ein paar Zentimeter nach vorne gewinnen. Da will ich jetzt natürlich auch ran, also sage ich immer, okay, die erste Strecke ist in diesem Bereich hier, dass ich da lang laufe. So, dann haben wir ja die A-Säule. Da möchte ich ja auch gerne hart dran, irgendwo, wo ich dann sage, okay, gut, da gehe ich jetzt lang. So, jetzt muss ich natürlich den nächsten Schritt wagen. Okay, ich habe ja immer Gliederelemente, sprich eine Strecke, Bogen, wieder eine nächste Strecke. Und ich muss so ein bisschen gucken, wo ich diese Punkte auch setze. Also ich kann jetzt nicht willkürlich sagen, okay, ich mache da jetzt 20 Punkte und gehe dann der Linie lang. Also dann sage ich mir, okay, gut, die erste Strecke habe ich schon mal, die Richtung ist in Ordnung, dann mache ich jetzt gleich die nächste Strecke. Dann fange ich mir halt an, dass ich die erste Strecke sage, okay, gut, da beginnt der Bogen und da endet der zweite Bogen. Dann habe ich erst die nächste Strecke, ne? Also dann bin ich dann schon wieder durch. Und dann sage ich, okay, ich möchte da oben und schön nach außen. Da sitzt der Punkt. Dann habe ich hier noch einen. Und dann sage ich mir, okay, gut, ein bisschen Vorarbeit muss ich haben. Ich habe mir ein paar Striche gemacht, wo der neutrale Punkt vom Bogen ist. Da hast du dann hier das Kreuz sitzen, dass ich weiß, okay, gut, da ist neutraler Punkt. Neutraler Punkt, der ist genau Mittelpunkt? Ja, genau. Also Maschinen arbeiten auch mit neutralen Phasen, also sprich die Mittellinie, die erzeugt wird in dem Bogen, im Querschnitt. Und damit arbeitet die Maschine dann auch. So,
Ah ja, das erinnert mich an meine Versuche, wenn ich mal was selber biegen will, wo du dann ja auch immer überlegen musst, nimmst du Innenradius, Außenradius? Immer neutral. Ist am besten. Kann man nur am schwersten messen. Ja, nicht unbedingt. Zumindest so mit den handwerklichen normalen Mitteln so. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber man kann sich auch ein bisschen Abhilfe schaffen. Also man könnte sich auch sagen, okay, gut, ich weiß ja, wie dick das Rohr ist, mache ein Flacheisen raus und stecke einfach die beiden Enden zusammen und messe die beiden Spitzpunkte, außen oder innen, ist ja egal, und ziehst dann da immer halt die neutrale Phase raus. Ne? Also man kann so ein Ding auch mit einem Zollstock oder auch mit einem Datenblatt auch biegen, ja, ne? Ist möglich. Ja. So. Jo, ja, abgescannt ist. Wir können mal eben gleich ein bisschen rüber switchen. Wir gehen mal gleich rüber zur Bearbeitung. Okay. Und dann machen wir weiter. Das haben wir jetzt durchgezogen. Ich habe dann theoretisch das erste 3D-Modell erstellt von dem Datenteil. Und ich habe jetzt theoretisch das erste Modell, was ich mir dann für die Biegemaschine vorbereiten kann. Ich habe jetzt die Daten rausgezogen. Man sieht hier auch dann die neutrale Linie. Hier ist der Torsus, die Zylinderstrecke. Und da ist wirklich hier dieser neutrale Punkt, den ich gemessen habe. Der wird natürlich dann vom Radius abgezogen, ist klar. Aber so habe ich dann wirklich schon die ersten Richtungen und auch Ebenen, wo ich dann wirklich sage, okay, das geht jetzt so am Auto entlang. Hier sieht man dann die Kontur der A-Säule, hier oben diese Eckknickte und dann wieder Richtung Zylinder runter. Das ist dann schon das erste Startmodell. Man sieht ja auch im Modell selber noch, dass ich auch eine Ebene sitze habe und sowas. Weil das erste Teil passt halt nicht hundertprozentig. Und diese Differenz zwischen Ausgleichung, baut man dann Ebenen auf oder irgendwas und setzt dann theoretisch die Module dahin, wo man sie hinhaben will. Das heißt, es kann schon öfter mal vorkommen, dass du zwei biegen musst. Ja, klar. Also es gibt auch wahrscheinlich Momente, da triffst du es auf ein Hundertstel genau, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil du hast immer Differenzen drin. Also du hast Material beim Biegen hast und hast so eine Differenzschwankung. Beim Messen ist es zwar auf, sagen wir mal, 2-3 Zehntel genau, aber es wird niemals theoretisch so rauskommen auf den Zehntel genau, wie es wirklich ist. Es gibt immer keine 100%. Ja, klar. Also ist nicht. Aber die Art und Weise, dass du mit der Kugel und dem Messarm zu biegen, ist ja schon auf jeden Fall, sieht nach einer sicheren und schnellen Methode aus, ne? Ist sicherer oder sagen wir mal so, ist schneller, als wenn man es wirklich oldschool mit der Hand macht und auf Erfahrungswerten. Ja. Weil ich müsste mir wirklich sagen, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Knicke, die im räumlichen Gebilde gedreht und gebogen sind jedes Mal. Zueinander gedreht. Also ich müsste dann jedes Mal wieder überlegen, in welche Richtung ich drehen muss. Und so ist es dann halt, okay, ich habe jetzt hier alles klar und dann weiß. So kann man sich theoretisch auch abspeichern und es würde bei dem nächsten aber theoretisch eventuell auch passen. Ja, genau. Also ich habe ja hier das Modell schon drin und das wird ja in der Maschine auch fertig abgespeichert, wie ich es brauche. Also ich kann theoretisch das immer wieder auch herholen und sagen, okay, ich starte wieder von dem Punkt aus. Ja. Das ist ja genauso, wie es beim letzten Mal war. Und ich habe dann wirklich was in der Hand, wo ich sagen kann, okay, das ist das Teil. Ne? Okay. Ja, dann ab zur Biegmaschine. Da sehen wir dann mal Hauptbügel, Seitenteil links, vorne quer. Das ist schon alles vorbereitet. Wir machen jetzt mal die linke Seite. Kann der jetzt aus der Zeichnung aber automatisch ziehen, wie er biegt? Also ja, genau, 50 cm raus, 30 Grad und so weiter. Ja, genau. Ich kann euch das mal kurz zeigen hier. Also wir haben ja die Biegetabelle selber. Also das sind dann wirklich die neutralen Linien, die wirklich eingesetzt werden. Die Verdrehung und dann auch die Biegewinkel. Hier sieht man dann auch zum Beispiel, du hast ja auch Rohrchargen, die unterschiedlich sind. Da muss man die Maschine halt darauf hineichen. Also man nimmt das erste Rohr, was man theoretisch aus der Produktion bekommt oder von den Lieferanten, wenn die Maschine neu ist, und man eicht theoretisch das Rohr einmal ein. Ja, also dass man wirklich sagt, okay, das Rohr hat so einen Federrückweg oder auch Belastungsgrenzen, die er hat, und die muss man halt eingeben. Und man sieht jetzt auch 370 oder 730 ist jetzt der Zylinder lang, der erste. Mhm. Wenn man jetzt mal schaut, der Vorbiegebereich ist wesentlich kürzer, um später halt auch die Strecke zu erreichen, die ich haben will, ne? Durch die Rückfederwege oder auch die Belastung. Ne? Also das ist dann wirklich schon etwas was anderes. Okay, krass. Das heißt, wir wollen am Ende 59 Grad haben, ja, du musst dafür aber 62 biegen. Genau, weil er halt diesen Rückfederweg hat vom Chromorohr, den muss er halt mit einberechnen und den zieht er dann halt durch. Krass. Damit er dann wirklich jede Strecke so erreicht, wie er es haben soll. Hier sieht man hier rechts, wenn du noch einmal drauf tippst, da sieht man, wie er eigentlich über 62 macht, um auf 59 zu kommen, weil das Rohr wieder so weit zurückgeht. Genau. Und das ist, wenn du jetzt aus dem Regal ein anderes Rohr holst, dann aber schon chargenweise gleich oder dann auch anders? Also du hast in der Charge eine leichte Differenz, aber ich sage mal so einen halben Grad oder 0,2, damit kann man leben. Das ist noch in Ordnung. Aber wenn es jetzt wirklich auf 2 Grad schon kommt, dann ist es bei einer Strecke vom Meter schon fast 2 cm unten. Ne? Ja. Also das ist dann schon ein bisschen mehr. Okay. So. Ja, Safety First, Sicherheitsbereich, kann er da rein. Das kommt auch mal auf die Abfrage.
Maschine fertig. Ja. Ein da. Witzig sieht immer, das sieht mit Hydraulik immer so federleicht aus, ne? Ja. Und eigentlich musst du da LKW drüber fahren, dass sich das Ding nur 1 mm bewegt, ne? Ja, genau. So. Okay, krass, aber wenn du das jetzt aus dem konventionellen Weg gemacht hättest, ja, das hätte auf jeden Fall deutlich länger gedauert, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich hätte dann wirklich probieren müssen. Da fängst du wirklich von einem Schritt an bis zum nächsten, ne? Muss ja alles genau messen, messen, messen. Und wenn eins davon falsch ist, ist halt genau. alles hinfällig, ja. Das ist jetzt was für ein Durchmesser? Das ist jetzt 45er Außendurchmesser und 1,5er Wandstärke. Mhm. Von Chromo 4, 25 Chromo 4. Die halt für die Zellen auch vorgeschrieben ist. Beim Bügel hast du halt 2,5 mm Wandstärke. Die musst du einhalten, weil es vorgeschrieben ist. Aber da wir bei dir ein bisschen frei sind, keine Zertifikatsrennen fahren oder irgendwas, haben wir gesagt, okay, leicht. Also machen wir den Bügel und das Vorderteil alles auf 1,5. Aber alles Durchmesser 45 am ganzen Auto quasi? Nur die Hauptlayouts, also sprich Bügel, Vorderteile, Querstreben zum Vorderteil hin oder das Vorderteil selber. Oder wenn du große Strecken überwinden musst, zum Beispiel vorne für den Dom, Anbindung, wenn die Strecken über 400 oder 500 mm sind, dass du wirklich mehr Last aufnehmen kannst und mehr Kräfte aufhältst, dann ist es 45er. Ansonsten haben wir bei Chromo halt den Durchmesser 41,3 und 40,15. 41,3 haben wir bei Biegungen, weil wir einen gewissen Querschnitt einhalten müssen. Ansonsten können wir 40x1,5 für gerade Teile nehmen. Und bei der Gurtstrebe ist es wieder 40x2, weil es auch wieder eine Vorgabe gibt, wie dick und wie stark das Rohr sein muss. Wissenschaft für sich. Ja. Die Rohrlänge hat dir der Rechner vorher schon gesagt und du hast das vorher schon auch maßgerade geschnitten, deswegen passt jetzt auch die Länge schon genau. Nein, also für Anpassungen nicht. Also da müssen wir wirklich nochmal gucken. Es ist gebunden von der Maschine her, ich habe ein bisschen länger hier, weil ich habe einen gewissen Spielraum, den ich einhalten muss zum Greifen. Also ich habe jetzt hier den nächsten Schritt vorne, wenn es angepasst ist, jetzt einzukürzen. Und dann Richtung Rohr dann anzupassen, dass es dann wirklich auch ins Auto reinpasst. Mhm. Da muss ja jetzt ja am Ende, muss ja auf jeden Fall auch wieder eine, wie nennt man es, eine Ausklinkung dran, dass auch auf den anderen Bügel kommt. Den machst du tatsächlich mit Bohrkrone? Mache ich mit Bohrkrone, ja. Noch nicht lange, aber wir haben es so langsam, dass wir es einführen wollen, weil der Schnitt ist sauber und die Wiederholgenauigkeit ist ja hoch. Mhm. Ja. Okay, das heißt wirklich einfach nur Rohr durchstecken. Ja, genau. Und dann kann man schräg seitlich mit der Bohrkrone. Ja, in der Höhe kannst du auch noch arbeiten. Also man könnte es auch wirklich extrem machen, im Rohrbogen oben ein halbes Rohr auszusägen und das Rohr da durchlaufen zu lassen. Geht auch, man kann ja die Höhenverstellung auch noch machen. Aber die Wiederholgenauigkeit ist halt sehr groß bei dem Teil. Und bei einer Passgenauigkeit, die sehr hoch sein soll, kann ich sagen, okay, ich kann jetzt was ändern. Ich kann es immer wieder gleich machen, als wenn ich es jetzt mit der Flex mache. Und dann sage, okay, gut, wie habe ich jetzt geklingt oder wie muss ich jetzt nochmal ansetzen, ne? Und wie genau muss das Ganze am Ende aufeinander passen? Gibt es da eine Vorschrift, dass du darfst maximal 1 mm Schweiß zuschweißen? Also man sagt ja eigentlich, eine Schweißnaht muss eine saubere, glatte Verbindung kriegen, dass du wirklich Stoß auf Stoß hast, dass du eine saubere Schweißverbindung reinkriegst, auch Wurzellagen und alles einhältst. Aber also es wird geprüft mit einer Schweißprüfung, dass man Rohre schweißen darf. Und du wirst es nie auf ein Zehntel genau irgendwo hinkriegen, aber man sollte schon Luft vermeiden. Mhm. Okay. Ja, das heißt, wir machen jetzt noch die andere Seite, dann noch oben die Querstrebe und dann kann das so einigermaßen rein. Ja. So, hier sehen wir jetzt diese besagte Ausklickung gerade.
bin gespannt, ob es passt. Jo. Aber das geht hier, muss auch unbedingt einmal aufhören. Liegt nix. Nee. Also das ist halt dann schon der Chromo-Vorteil. Ja. Immer schön aufpassen. Viel Kabel, viel was kaputt gehen kann. Und deswegen ist man auch irgendwann mal ein bisschen kaputt abends. Immer wieder rein, immer wieder raus und... Ja, vor allen Dingen teilweise pro Rohr wahrscheinlich so 10 Mal oder so, ne? Ja, nicht ganz. So gerade so die ersten. Kommt dann mal. Da ist jetzt ein bisschen Spannung hier, aber wenn man jetzt den da einsetzt, dann ist der an der Karosse dran. Du kannst da gerne mal reinschauen hier. Also hier ja, liegt er an, da liegt er an. Hier hat er dran kommt, hier ist er ein bisschen weg, weil ich ja nachher auch den Baum einsetze. Und der passt sonst nicht 100%, und zerschneiden ist ein bisschen doof. Ja. Dann lieber 3 mm Luft und dass man einsetzen kann. Ne? Gibt es eine Vorschrift dafür, wie viel Knicke das Ding haben darf? Also hättest du jetzt auch übertrieben gesagt, noch viel mehr Knicke reinmachen dürfen? Klar, also ich hätte jetzt auch sagen können, gut, ich habe jetzt hier einen Punkt, hier habe ich Luft, da gebe ich ihm noch ein und hier hast du Luft, da ist Luft. Also man kann viele Knicke machen, ja. Beim Motorsport ist was anderes. Mhm. Also wenn du da wirklich eine Zelle aufbaust, da bist du ein bisschen gebunden. Du darfst zwei der Konturen der Karosse folgen. Bloß, du hier siehst, es ist ein gerades durchgehendes Rohr. Mhm. Es gibt auch Zertifikate, da ist zum Beispiel dieser Punkt nochmal gebogen, weil du halt Platz gewinnen musstest oder irgendwas anderes. Das war aber vor der Umstellung vom DMSB und von den Reglements. Da haben sie gesagt, die Knicke entfallen. Du darfst wirklich nur noch eine gerade Ebene setzen, eine zweite gerade Ebene oder eine kleine Anpassung wegen Platzgewinnung. Ne? Also die Ausklingung da oben passt auf jeden Fall geil. Das muss ich schon geht mal sagen. Gut zum Schweißen, ja. Weil die geht da ja so saugend rein, da kann ich kaum durchgucken. Erste Teil, das zweite ist ein bisschen breiter schon, ja. Aber Anlegepunkte, Knotenpunkt natürlich, ne? Jeder Knickpunkt muss gesteift werden, wenn es geht, also habe ich da auch diesen Punkt einlaufen lassen und das ist theoretisch auch der Startpunkt für alles andere, was in Richtung Dach, A-Säule, Türkreuze läuft. Das heißt, wenn man eine Querverbindung ranmachen muss, muss man die immer logischerweise wieder in der Mitte vom Knick machen, im neutralen Punkt? Nein, muss man nicht. Also ist es halt so, jeder Knick, der im Rohr ist, schwächt ihn. Mhm. Und um das halt entgegenzuwirken, kann man halt Knotenbleche setzen, eine Aussteifung als Kreuz, theoretisch wie im Hauptbügelkreuz ja dann auch, dass Knotenpunkte halt gesteuert angebracht sind. Aber ist schon cooler, dass man es dann gleich so konstruiert, dass logischerweise die Querstrebe genau da ist, wo die gebogen wird. Wo wirklich der Schwachpunkt ist, dass man da Punkte reinbringt, um Stabilität zu gewinnen. Was sagst du, René? Ich finde es mega. Gefällt dir, ne? Hab ich mir schon gedacht. Ich habe mir schon gedacht, dass der 7er Golf auch hier so leer irgendwann steht. Ja, hier startest du dann halt so mit der nächsten Variante. Also du musst ja jetzt auch ein bisschen entscheiden, A-Säule, Armaturenbrett. Das ist jetzt alles so eigentlich so räumliches Denken, wo du dir wirklich schon mal Gedanken machen musst. Ich kann jetzt nicht sagen, ich brate jetzt den nächsten Schritt rein. Da musst du lieber nochmal einen Schritt weiterdenken und sagen, okay gut, ich setze den jetzt lieber da oder dahin, um dann den nächsten Punkt dann nicht irgendwie mich verbauen zu müssen oder so, ne? Auf die Platten geschweißt wird ganz am Ende? Man kann es vorher machen, aber es ist ja eigentlich Schwachsinn, weil ich ja sowieso alles schweißen muss. Stellen, die ich vorher nicht sehe, bei einer Zelle zum Beispiel, wie hier oben oder auch diese Bereiche hier oben, da kann ich ja schlecht schweißen. Mhm. Wir setzen Fenster ein, die werden auch vom DMSB fotografiert, und dass man wirklich beweisen kann und auch, dass wirklich das Rohr an diesem Punkt, wo es wirklich 100% geschweißt sein muss, von allen Seiten einmal ringsum verschweißt wurde. Deswegen halt die Fenster. Dass man von innen einmal schweißen kann, weil man da ja sonst nicht reinkommt. Weil das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Da gibt es ja die verschiedensten Methoden mit irgendwie durch den Boden bohren, dass der Käfig runter kann, nur dass man von oben drauf kommt zum Schweißen. Ja, genau. Und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit im Fenster, dass man durch das Rohr durchschweißt und das wieder zumacht. Viele gucken dann auch. Also ich habe auch schon andere Leute gesehen, wo wir Käfige gebaut haben. Und die haben dann auch, ich habe schon was anderes gesehen, die haben da riesen Löcher in den Boden gebohrt, haben danach die Platte rübergeschoben. Da siehst du danach nichts mehr von. Und wir sind eigentlich so die Einzigen, die so Fenster einsetzen. Mhm. Ja, okay, man schneidet natürlich das Rohr rein, aber es ist abgenommen, es wurde getestet, ist alles nachgewiesen, dass es hält, und warum dann immer irgendwas kaputt machen im Auto unten. Ne? Wie geht's jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Ja, ich habe ja jetzt das Layout theoretisch stehen. Wir machen jetzt theoretisch den 6. Punkt fertig, also sprich hinten.
dass wir wirklich die erste Layout-Stütze haben, dass wir einmal das Grundgerüst stehen haben. Und danach richten wir uns dann, wie du es halt gerne haben willst. Ne? Mhm. Hauptbügelkreuz, verlängerter Kreuze oder Türkreuzer. Okay. Ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall schon mal für den zweiten Teil. Ich finde es geil. Hast du top gemacht, Sascha? Ja, geht weiter. Gefällt mir. Wir wollen nicht zu viel verraten, wie es am Ende aussieht. Genau deswegen machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung. Und alles Weitere seht ihr im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.